Bevor wir losfahren, sollten wir uns mit der Technik der Mofas befassen im Falle eines mechanischen Problems. Deswegen werdet ihr eins eurer Mofas auseinandernehmen. Mit diesen Händen? Mit Schrauben? Nee. Aus Zeitgründen und weil ich befürchte, dass ihr das Ding nicht wieder zusammenkriegt, gebe ich euch jetzt die doppelte Zeit, nämlich eine Stunde, um das Mofa wieder zusammenzubauen. Während ihr die paar Teile da zusammenbaut, baue ich ein Zweirad aus 1000 Teilen zusammen. Jetzt ausgeraucht, ja. Ja, ja, du bist noch nicht fertig, ne? Oder? Nee, ich fertig, ja. Klar, ich warte mal auf euch. Ach so. Ah, Jungs. Oh, Mann. Schon was? Na, mal. Oder? Ja, check ich dir. Es läuft. Zeit läuft. Tut mir in der Seele weh, jetzt das dreckige Ding wieder zusammenzubauen. Normalerweise will ich mal putzen. Soll man anmalen? Ich muss putzen. Nur fällt mir dabei auf, dass die komischen Italiener wieder so komische Schrauben hernehmen. Das ist nicht mal eine M8, das ist irgendwas. Ja, du hast es losgeschraubt. Nein, du hast es. Nein, nein, nein. Du hast es aus. Hab ich nicht. Du warst das. Bernhard. Alexa, wie kann man das Mofa wieder zusammenbauen? Bernhard, das weiß ich leider nicht. Man zerlegt auch keine alten Mofas in der Werkstatt auf blöd am Nachmittag. Danke, Alexa. Das ist die gesamte Hinterradfederung von dem Mofa und die ist es da. Und deswegen kriegen wir das auch nicht hin, weil du an diesem Spannung drauf hast. Ich hab's nicht losgeschraubt. Wenn du jetzt doch. Du hast die Mutter weggeschraubt. Ich hab damit nicht gesagt. Du hast die Mutter weggeschraubt. Du hast die Mutter weggeschraubt. Du hast es gemacht. Ja, Videobeweis. So. Wer hat die Mutter losgeschraubt? Er war's. Ja, doch, bitte. Dann alles klar. Was habt ihr für ein Problem? 3, 2, 1, top, die Watte quillt. Jetzt einfach festgeschweißt. Wir haben ja hier alles verschweißt hier. Was ist los, den Teiler? Nö. Was ist denn niesen? Wow. Wieso hat sich denn eigentlich keiner von euch gemerkt, wie das drin war? Weil es der Holger zerlegt hat. Ich hab's nicht zerlegt. Ey, Alter, ohne Scheiß, ne? Das Teil gehört, glaube ich, hier hin. Das würde ich auch sagen. So ist es nämlich. Das gehört dahin. Weil die beiden Löcher nämlich deckungsgleich sein müssen. Das geht so nicht. Das hab ich dir von Anfang an gesagt. Ja, du hast das auseinandergebaut. Alter, jetzt fällt leider überhaupt schon rum. Aber hallo. So jetzt, ne? Ah, schau, wie? So, ah, super, super. Jetzt passen die Löcher auch. Ja, jetzt passen die Löcher nämlich auch zusammen. Meist seltsam. Nein! Ja, aber das ändert nichts an unserem Problem. Ja, das können wir jetzt ja wohl irgendwie lösen, ne? Nee. Doch. No. Doch. Gar nicht. Doch. Doch, nö. Doch, nö. Nein, doch! Aber ich weiß, ich hatte sie doch. Warte mal, dieses Pupsel-Ding hier. Ja, das gehört dazwischen. Ah! Das ist der Spacer. Alter, du bist so ein Honk. Her. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das. Du hast das weggeschraubt. Ach, weißt du hast das weggeschraubt und jetzt bin ich schuld, so, weil es nicht mehr geht. Ne? Schnauze. Jetzt ist sie aber gleich Alarm. Ja. Sammel nicht das Geil. Wir lassen das einfach weg. Sammel nicht das Geil. Das schaut doch viel geiler aus. Ohne Sammel nicht das Geil. So, und jetzt nimmst du einen kleinen Schraubenschuss und dann gehst du da rein, dann ist das gut. Ja, sie kommt! Ja! Ja! Fester! Fester! So, dieses Video wurde von YouTube runtergenommen wegen zu viel sexuellem Inhalt. Ey, da können die Kumpel da drin. Dann war's ich wieder. Weißt du, dann war's ich wieder. Weil ich, verstehst du? Und wie kommst du jetzt an die innen drin ran vielleicht? Was innen drin ran? Da ist doch ein Gewinde drin, Mann. Wo ist ein Gewinde drin? Na, da ist doch ein Gewinde an der Ding. Also ist ja einfach ein Gewinde, ne? In der Zeit, in der ihr eine Schraube angezogen habt, hier habe ich schon wieder alles zusammengebaut da vorne. Was ist denn los? Klugscheißer.
Ist die Abdeckung jetzt bald drauf, Holger? Nein, das geht nicht. Ist die jetzt bald drauf? Nein, wir müssen wieder abmontieren. Das passt doch nicht. Was? Ja, super schlau. Ja, weil das Rad nicht reinkriegen. Wieso nicht? Ja, weil der Aufbruch weg ist. Stimmt doch nicht. Das stimmt doch gar nicht. Um das Rad abzubauen, Aufbruch runterbauen, kann nicht sein. Das gibt's bei keinem Mofa. Nicht mal bei einem Italiener. Doch, bei einem Italiener gibt's alles. Also während diese beiden Dilettanten nicht wissen, wie man ein Hinterrad einbaut, werde ich jetzt mal gucken, dass wir hier die Bremse verbessern, damit es nicht so geht mit, hier verteilt sich meine Bremse, ne? Hey, hier wird gerade dein Mofa verbessern. Du meintest nicht, also von Verbesserung? Zieh das mal ein bisschen hoch. Hey, gell? Du schmeißt den hier auf den Arsch, ehrlich. Was wäre es, wenn es dein Mofa gewesen wäre, hä? Immer noch ein Scheißding. Ach, übrigens. Ja. Halbe Zeit. Halbzeit. Das Klick. Warum kann die nicht so? Jetzt kann die jetzt nicht richtig. So, ein entspanntes, ne? Die Räder. Ja, von selber stellt sich's nicht hin. Ich dachte schon, jemand hat mir jetzt. Hand, Metall, scharf, aua. Oh. Gute Zusammenfassung. Der schaut sich nicht so einen Scheiß mal später an. So, ja, welcher Idiot hat eigentlich diese Idee mit diesem Mofas gehabt? Du. Immer noch. Vielleicht sollte ich ein Lied machen, wo ich singe. Wo ich singe. And I. Nein, das lässt du mal schön bleiben. We'll always drive you. Sind wir jetzt schon wieder an dem Punkt, wo wir dämliche Geräusche machen, weil wir sonst nicht wissen. Ja, uns sind die Witze ausgegangen. Weil du einen hast, dann bringen. Was ist weiß und stört beim Essen? Hm? Eine Lawine. Eine Lawine! Und die Bremsen kümmern sich nicht dann. Das ist ja nicht wichtig. Ja, nö, klar. Der Bernhard hat das Ende der Spielfeld erst erreicht. Mach du mal deinen Lego-Mofa fertig da. Das ist eine Harley. Das ist eine Harley. Ah! Wollt ihr ein Zoll-Update? Nein. Ich hab noch 10 Minuten. 10 Minuten? Dann wäre jetzt meine gute Schätzung jedenfalls. Du hast es genau auf den Punkt getroffen. Bin ich jetzt zu hoch? Ja. Sag mal. War das eine rhetorische Frage? Is this just fantasy? This came from reality. Open your eyes. See. Come on. I'm just a poor boy. Okay, kacke. Das ist so nicht mehr. Komm, lass mich das noch machen. Mama, ich mag nicht mehr. Ich kauf mal kurz eine, ne? Du musst einen Schluck trinken. Ralf, gibst du mir bitte mal einen 10er Ringschlüssel? Das ist ein 12er. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ey, ich fass es nicht. Hey, Alter, wie viele 10er Ringschlüssel liegen hier jetzt schon rum? Gar keiner! Kann gar nicht sein. Übrigens, Stunde ist um. Holger! Bräuchte man irgendwie eine dritte Hand? Ja.
kümmert ihr euch mal um die Kettenspannung. Ich schaue, dass ich die Bremse noch so hinkriege, dass sie auch sicher ist. Ich brauche die Bremse auch hinten nochmal. So! Ja, irgendwie war der Rückspiegel vorher anders dran, ja. Hey, was denn? Passt doch. So, Probefahrt, wer macht die? Eigentlich der Producer. Der hat uns auch runterbauen lassen. Der Producer muss das machen. Wer hat den? Stopp! Mach mal das Tor auf, komm. Ey, wieso lässt sich die nicht schieben? Hallo, Bernie, warte. Warte, ich heb mal hoch, dreht mal durch. Okay. Lässt sich nicht treten, oder? Nee. Ja, weil der Motor blockiert quasi. Mhm. Ja. Man kann nur stehen bleiben, indem man den Motor ausmacht. Okay. Eine Kupplungsreparatur später. Wheelie! Wow. Lass ihn mal fahren, bitte. Vorsicht, also hoffen wir. Ja, das ist schon. Also ja. Geht besser als vorher. Wunderbar, also funktioniert ja das, ja. Was ihr da zusammen gebastelt habt. So, warte, den klemmt den noch drauf und fertig. Jetzt haben wir das italienische Wunderwerk der Techniker auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt. Wunderbar. Ein geht Traum. Besser als vorher, ne? Geht besser als vorher, geht ab wie ein geöder Blitz. Ja, gell? Ja. Immerhin, wir haben es geschafft. Gut, dass er es geschafft hat. Ich habe es noch nicht ganz geschafft. Ich habe an meinem Lego-Bike noch zu arbeiten. Also, wenn ihr das Outro vielleicht dann alleine machen könntet, wäre das super. Okay. Okay, ja, viel Spaß. Viel Spaß. Yep. Okay. Wir haben ihn geschlagen. Läuft. Ja, läuft. Schneller. Läuft. Aber nochmal so ein Ding zerlegen wir nicht mehr, ne? Nee. Auf keinen Fall. Außer der Holger macht es eins wieder kaputt. No, nee. Dann müssen wir es zerlegen. Nein, dann muss er es selber zerlegen. So. Wir gehen dann mit dem Biergarten. Also, servus. Ciao.